Hola, buenas tardes, einen schönen guten Nachmittag. Hier wieder euer Maurice Klingenschmidt von SAE Real Estate Mallorca. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, woran ich denn einen guten oder genau den richtigen Immobilienmakler für euch bei eurer Immobiliensuche ausfindig mache und woran ich diesen erkenne hier auf Mallorca. Und da gibt es aus meiner Sicht 4 Punkte, die elementar sind und an denen ihr definitiv erkennen könnt, ob das also ein seriöser, guter Makler ist, guter Dienstleister ist oder nicht. An allererster Stelle ist erst einmal die Existenz der Firma, wie lange existiert diese Firma? Wir sagen grundsätzlich mindestens 5 Jahre sollte so ein Betrieb bestehen. Das ist so eine magische Zahl hier auf Mallorca, da trennt sich normalerweise die Spreu vom Weizen und man merkt eben, wer wirklich ja, beständig ist am Markt oder eben doch nur eine Eintagsfliege. An zweiter Stelle sollte natürlich ja, der Makler im Idealfall über eine fundierte Ausbildung im Immobiliensektor verfügen. Das heißt, er sollte Immobilienfachwirt sein oder Gutachter, Sachverständiger, wie wir das sind und sollte da in jedem Fall eine gewisse Ausbildung, eine gewisse Qualifikation mitbringen oder eben auch zusätzlich zur Existenz seiner Firma eben im Idealfall noch in einem Verband sein, in einem Immobilienverband angehören. Das sind für uns definitiv Qualitätsindikatoren bei eurer Auswahl des passenden Immobilienmaklers hier auf Mallorca. An dritter Stelle würde ich sagen, dass es natürlich auch wichtig ist, die Reputation allgemein zu berücksichtigen und zu schauen, einfach mal im Online, im Internet, in diversen Portalen, wie das denn aussieht, wie denn, sage ich mal, die Reputation des Maklers ist, sich mal umhören einfach auch am Markt, was denn andere über diesen Makler, über diesen Anbieter auch sagen. Und das ist natürlich auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Und an vierter Stelle, und das ist für uns immer ein ganz besonders wichtiger Punkt, die Art der Beantwortung der Erstkontaktaufnahme. Das heißt, wenn ihr jetzt bei diesem Makler anruft und der ist sofort sehr arrogant und möchte eigentlich gar nicht oder man hat das Gefühl, der möchte einem nicht wirklich was verkaufen, der möchte nur den Hörer so schnell wie möglich wieder auflegen, dann ist das aus unserer Sicht auch ein ganz negativer Punkt, der auf jeden Fall zu erwähnen ist und der aus unserer Sicht zu der Entscheidung auch beitragen sollte, wer der passende Immobilienmakler für euch am Ende des Tages wird und woran ihr diesen auch erkennt hier auf Mallorca. In diesem Sinne hoffe ich, das war für euch informativ, kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Wünsche euch alles Gute. Wenn ihr Rückfragen habt, könnt ihr uns natürlich in die Kommentare schreiben, könnt uns kontaktieren über Social Media, uns anrufen, wie auch immer ihr das bevorzugt. Und bis dahin, alles Gute. Hasta luego.